Moin moin und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem YouTube-Kanal Revenge of the Cinema. Heute geht es um Die Verurteilten oder auch The Shawshank Redemption. Aber keine Sorge, hier wird es nicht zu Spoilern kommen. Es handelt sich hier nämlich um ein Filmdrama aus dem Jahr 1994, das bei einem FSK Rating von 12 Jahren auf eine Länge von 142 Minuten kommt. Das Besondere an diesem Film ist, dass er auf Platz 1 der IMDb Rankingliste ist. IMDb ist ein Film- und Serienportal im Internet, das verschiedene Rezensionen über Filme oder Serien aufsammelt und veröffentlicht und den Durchschnitt aller Bewertungen über einen Film oder eine Serie ausrechnet und dann kundgibt. Und seit einigen Jahren ist Die Verurteilten Platz 1 dieser Liste mit einer Durchschnittsbewertung von 9,3 von 10. Aber nun zum Inhalt. Es geht nämlich grob darum, dass ein junger Mann zu einer lebenslänglichen Haftstrafe verurteilt wird und dann, nachdem er sich allmählich mit seiner neuen Situation in diesem Gefängnis abgefunden hat, mit anderen Gefängnisinsassen anfreundet und letztendlich Trost und Erlösung findet. Besonders hervorheben möchte ich hier nochmal Morgan Freeman mit seiner Performance als Red, aber auch James Whitmore, der meiner Meinung nach sehr unterschätzt wird in diesem Film, aber auch der Hauptprotagonist wurde mit Tim Robbins gut gecastet. Was wirklich hervorsticht, ist die Erzählweise des Films und wie das Ende wirklich den Zuschauer berührt und so, dass es halt einem wirklich Spaß macht und dass man von Anfang an direkt mit in diesem Film mitgenommen wird. Aber trotzdem muss man sich erstmal auf diesen Film einlassen. Und das ist kein Popcorn-Film, bei dem man seinen Spaß hat und mit seinen Freunden währenddessen die ganze Zeit drüber lacht, sondern man muss sich ein bisschen darauf einlassen. Und wenn man das dann getan hat, dann hat man, glaube ich, ein wirklich starkes Filmerlebnis mit diesem Film. Deswegen auch eine verständliche Platzierung. Aber warum mache ich das überhaupt anhand von IMDb? Listen und nicht zum Beispiel Preisen wie Oscar. Das liegt daran, dass meine persönliche Filmmeinung eher mit dieser IMDb-Liste übereinstimmt als mit Oscar-Preisen. Und deswegen werde ich wahrscheinlich in Zukunft ab und zu mal weitere hochgerankte Filme auf dieser IMDb-Liste nehmen und kurz überlegen, ob ich finde, ist das eine gerechtfertigte Platzierung und wie würde ich das selber so einschätzen. Und bei Oscars fehlt mir leider oft ein bisschen dieser Zugang dazu, da ich finde auch, dass einige Genres bei den Oscars zu sehr ausgelassen werden, was bei IMDb aber nicht der Fall ist, weil da absolut jeder bewerten kann. Aber schreibt mir gerne eure Meinung über den Film oder meine neue Vorgehensweise in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.